Nun haben wir es gerade, jetzt gibt es Gelb gegen Hendrik Zapp. Nun haben wir es gerade erlebt in Schwerin, DRB-Pokal, großes Ereignis, Grün-Weiß-Schwerin als Ostsee-Spreeliges schlägt TSV Nordhareslee aus der zweiten Liga. DRB-Pokal hier in Lezen, das wäre doch was. Ja, natürlich wäre das was. Das würde auch bestimmt einige Zuschauer anziehen. Ich sage, für mich ist aber immer entscheidend, die Saison, die laufende Saison, Pokal schön und gut, sag ich mal, wenn wir der DHB-Pokal, so wie Grün-Weiß zum Beispiel, wo ich auch nicht mit gerechnet habe, dass sie Haraldsee schlagen. Aber ich sage, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das sieht man beim Handball, sieht man beim Fußball. Eine niederklassige Mannschaft kann auch eine höherklassige schlagen. Und wir werden sehen, was erstmal im Blau bei rauskommt. Und dann bin ich der Meinung, sollte man weitersehen. Entscheiden, sei mal, tut Bürger Fründ als Trainer, ob er es machen möchte. Ich denke mal, wenn wir in Plau gewinnen, werden wir die nächste Aufgabe auch in Anspruch nehmen und auch meistern, denke ich mal. Dann müssen wir kurz nachreichen. Mario Seider mit seinem ersten Treffer zum 7:2. Inzwischen hat es auch Gelb gegeben gegen Christian Stamke vom SV Warnemünde. 7:2 für die SG Bansko Lezen nach 8 gespielten Minuten. Kann man Traumstart zu sagen für dieses Spiel? Ja, heute kann man Traumstart zu sagen. Das haben wir im letzten Heimspiel nicht gesehen. Da kam die Mannschaft wirklich erst in der zweiten Halbzeit auf Touren. Ich sage mal, ein Spieler hat immer zwei Halbzeiten, zweimal 30 Minuten. Warnemünde kann sich auch noch fangen und das Spiel in der zweiten Halbzeit anders gestalten. Ich meine, jetzt sind 8 Minuten gespielt, der Start ist in Ordnung. Und man sieht auch, was ich vorher gesagt habe, viele Tore fallen, erste, zweite Welle. Und gerade auch Lars Klütermann, der wirklich im Angriff sehr aggressiv ist und auch mit Übersicht, sage ich mal, den Angriff gestaltet hier. Das, jetzt Daniel Wach hat da beim Schimmer Foul etwas abbekommen, kann aber weitermachen. Ja, wir haben das bei Grün-Weiß gehabt. Roberto sagte, es ist immer gut, wenn man einen Spieler hat, der den Kopf auf den Schultern trägt und auch mal guckt, ist Lars Klütermann dieser Spieler für die SG Bansko Lezen? Ja, auf jeden Fall. Also die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, Abwehr, Angriff, ist eine ganz große Bereicherung für unsere Mannschaft. Ich hoffe, dass man in der laufenden Saison andere Spieler auch noch bisschen mehr zulegen können, gerade im Abwehrbereich. Das haben wir letztes Spiel auch in der ersten Halbzeit gesehen. Und jetzt eine Premiere in der Saison. Hendrik Zappe verwirft den ersten 7 Meter in diesem Spiel. Ja, ist das 7 Meter werfen. Bis jetzt hat er alle reingemacht. Auch wenn der Torwart gehalten hat, hat er eben im Nachwuchs sein Feldtor gemacht. Aber man kann nicht 100% 7 Meter verwandeln. Ich sag, dazu steht hinten ein Torwart im Tor und irgendwann hält man auch mal ein. Und da hat man eben gesehen. Ja, das war eben der Fall. Trotzdem erneut diesen Pass abgefangen, diesmal von Hendrik Strauß. Zur Zeit läuft, dann hat man auch das nötige Glück dann. Ja, auf jeden Fall. Ist ja die Mannschaft, der Trainer sollte normalerweise 7:2, sollte die Auszeit nehmen von Warnemünde, das Spiel noch mal ein bisschen ordnen. Ich meine, wir machen trotzdem auch viele Fehler. Wir hätten hier schon 10-11-2 führen können. Und setzen jetzt das 7:3 durch Florian Holz. Ich sag, wir müssen 60 Minuten konzentriert spielen. Wie gesagt, die erste, zweite Welle umsetzen und dann habe ich überhaupt keine Bedenken hier, dass wir das Spiel verlieren. Ja, und wieder sehen wir, dass die Warnemünder doch sehr offensiv rausrücken in der Abwehr, um eben beide Halbspieler, Daniel Wach und Lars Klütermann, da aus dem Spiel zu nehmen. Ja, dazu. Und jetzt dann Mario Seider mit dem 8:3. Dazu haben wir technisch gute Spieler wie Mario Seider, Hendrik Strauß. Auch Marco oben auf rechts außen. Da müssen die ein bisschen in Aktion treten. Christian
glatt am Kreis. Gerade bei dieser offensiven Deckung, sag ich mal, die Außen einlaufen, es ist so viel Platz vorhanden, wenn die hier 3-3-Abwehr spielen. Ja, indessen Richard Voss mit dem vierten Treffer für Warnemünde und er blockt gegen Daniel Wach. Und die Abwehr von Warnemünde hat sich jetzt etwas besser formiert, selbst ohne Auszeit. Ja, nee, ne? Und wieder der Ballverlust der SG Banskulezen und jetzt für Warnemünde die Möglichkeit, weiter ins Spiel wieder zurückzukommen und hier auf 3 Tore zu verkürzen. Und das Tor für Warnemünde, Zeitstopp für den Wischer. Patrick Peters mit seinem zweiten Treffer zum 8-5. Ja, du kannst, hast ja jetzt natürlich mal die Möglichkeit, ein bisschen aus deiner Geschichte mit den Banskuern erzählen. Der SG Banskuletzen, ja, ist seit 2 Jahren so heiß, vorher aus dem Banskuer SV hervorging. Mit dem du ja in diese Oberliga, hieß sie ja damals noch, aufgestiegen bist. War das so das größte Erlebnis, der Aufstieg in die Oberliga? Ja, auf jeden Fall. Wir sind aus der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen mit einem Minuspunkt. Dieser Minuspunkt kam damals ja auch zustande, sag ich mal. Wir hatten 5 Minuten vor Schluss mit 5 Toren geführt. Indessen kurz unterbreche ich kurz Christian Klatt mit dem 9-5. Wir hatten 5 Minuten vor Schluss mit 5 Toren geführt und ich hatte immer noch die Auszeit und habe mir gedacht, wenn man Oberliga spielen möchte oder ja, spielen möchte, dann muss man 5 Minuten vor Schluss auch so einen Vorsprung verwalten. Es gab natürlich auch nach dem Spiel ein bisschen Kritik, warum ich die Auszeit nicht genommen habe, aber ich sage mir, für mich war es alles richtig. Wir sind jetzt viele Jahre in der Oberliga oder na gut, dass jetzt die MV-Liga draus geworden ist. Henrik, der Stürmer entschieden und Henrik Strauß mit dem Heber gehalten. Dass jetzt MV-Liga draus geworden ist und wir in der 5. Liga spielen, tut mir natürlich ein bisschen leid. Was da gemacht wurde, sag ich mal, auch mit der ersten Spreeliga. Es muss da Vereine geben, die wirklich dann finanziell sehr gut bestückt sind, wenn man das spielen möchte. Ich sage, unser Ziel, wie ich erst schon gesagt habe, wird erstmal sein, hier in der Liga gut zu bestehen. Wenn es so weitergeht, sag ich mal, werden wir auf jeden Fall unter den ersten 5 uns platzieren. Gehe ich ganz stark von aus. Und ja. Du sagtest, man muss finanziell schlagkräftig sein. Das ist in vielerorts das Problem. Das ist ja nicht nur hier rund um Schwerin, sondern das gibt es auch in vielen anderen Teilen Deutschlands. So haben wir es bei den Damen erlebt. Die SG Handball Rosengarten Buchholz. Rosengarten, schon Verbund von 12 Dörfern. Buchholz als Stadt noch dazu, um überhaupt die hohe Klasse möglich zu machen. Auch in anderen Ligen sieht man es viel, diese Spielgemeinschaft, wie man sie hier jetzt auch in Banskuletzen hat, um überhaupt das stemmen zu können, in der hohen Liga spielen zu können. Ist das der richtige Weg, den man da geht? Im Handball an sich? Ja, klar, es ist der richtige Weg. Ich meine, die SG Banskuletzen ist ja im Prinzip nur gegründet worden, weil wir hier in Letzen einen Nachwuchs aufgebaut haben, wo ich mich auch drüber freue. Wir mittlerweile, glaube ich, 70 Kinder haben. Mit 4 Mannschaften starten, mit F-Jugend, D-Jugend, 2 E-Jugendmannschaften. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Dieses Problem, sag ich mal, finanziell, ich meine, wir sind hier auch Randschweriner und da ein bisschen Geld zu besorgen, machen alles, kümmern sich alle drum. Und man sieht es aus den letzten Jahren, die Erfahrung, es ist sehr schwer. Es ist nicht einfach leicht, hier irgendwo mal 5.000 Euro zu bekommen.
So. So. So, jetzt aber noch nachreichen, Michael Bayer mit dem Tor für Warnemünde zum 9:6. Ja, das leidige Thema spricht man an. Nun hat man, du sagtest, mehrere Mannschaften, D-Jugend, E-Jugend, F-Jugend. Wie viel mehr braucht man denn, um eine komplette Jugend zu haben, von der F bis zur A? Da kommt ja noch einiges auf die Bandskoleten dazu, wenn man das wirklich durchziehen möchte, weil, soweit man hört, die F-Jugend, es kommt gut Nachwuchs nach. Welche Möglichkeiten braucht man, welche Hallenzeiten braucht man, um ein komplettes Jugendteam zu stellen? Ich meine, ich kenne das aus meiner vergangenen Zeit, Port-Schwerin, wo ich eine Jugendmannschaft trainiert habe mit Manfred Strauß zusammen, wo der Engo Heinze, Sven Thormann, Henrik Strauß, Daniel Wach, solche Leute gespielt haben. Um da hochzukommen, sag ich mal. Wir haben bei Postman gesagt, also dreimal in der Woche Training sollte man mit den Kindern schon machen, ab der D-Jugend wenigstens. Es wäre auch angebracht, aber da die Hallen, sag ich mal, damals zu meiner Zeit kostenlos waren, teilweise kostenlos, und man jetzt wirklich viel Geld dafür bezahlt, muss man sehen, man kann es nur mit Sponsoren umsetzen, anders geht das nicht. Weil wenn wir wirklich die Mannschaft bis zur A-Jugend durchziehen und die Kinder kommen immer nach, man braucht ja auch Trainer. Bis jetzt haben wir Henrik Strauß, Christian Klatt, Robert Schneidewind und Michael Buske. Da möchte ich kurz einhaken, da gibt es 2 Minuten gegen Patrick Peters. Ich habe mich ja zurückgezogen aus beruflichen Gründen erstmal. Ich sage immer noch erstmal, es kann immer noch sich wenden, und wenn ich das mit meiner Arbeit auf die Reihe bekomme, dass ich auch viel im Jugendbereich, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil der tätig bin. Aber wie gesagt, es hängt immer an dem ganzen Umfeld, Eltern, Verein, um wirklich diese Sache durchzuziehen. Jetzt du wieder. Ja, jetzt Henrik Strauß da von der Außenseite bleibt am Torhüter hängen. So sicher von den Außen wie Bansko in den letzten Spielen waren, heute noch nicht. Jetzt mal Marco Ohm von der anderen Seite und wieder scheitert man an Tibor Hamann. Wir spielen hier und scheitern nur. Ich sag, wir spielen, die Mannschaft, unsere Mannschaft spielt hier klar besser. Wir scheitern seit längerer Zeit jetzt, sag ich mal, 10 Minuten nur an dem Torwart, der zum Großteil, sag mal, für mich angeworfen wird. Heute. Und hier haben wir Zeitspiel angezeigt oder passives Spiel, wie es fachtechnisch richtig heißt, von den Schiedsrichtern. Warnemünde muss jetzt abschließen. Und das ist ein Nullwinkel, da kann er nicht werfen. Und jetzt stellen sie hier. Versuchen sie hier zu stellen.